Österreichs U21-Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in Frauenkirchen auf das EM-Qualifikationsspiel in Serbien am Freitag vor. Teamchef Werner Gregoritsch musste am Dienstag Adaptierungen im Kader vornehmen. Maximilian Wöber und Konrad Leimer wurden zum A-Team abgezogen. Mit Stefan Posch, Sasa Kalajdzic, Marco Kvasina und Manuel Haas mussten außerdem vier Spieler verletzt abreisen. Nachnominiert wurden deshalb vorerst Hussein Balik SK in St. Pölten, Christoph Baumgartner 1899 Hoffenheim, Patrick Schmidt FC Admira und Michael Lercher SV Mattersburg. Wir nehmen die Situation an, wie sie ist. Wir haben trotz der Ausfälle noch immer genügend Qualität, um unser Ziel zu erreichen, meinte Gregoritsch. Die Serben haben alle bisherigen Spiele in der Qualifikation gewonnen. Ihnen reicht ein Punkt zum Gruppensieg. Österreich hingegen will in den verbleibenden beiden Spielen den Playoff-Einzug als einer der vier besten Gruppenzweiten schaffen. Am Dienstag geht es in St. Pölten noch gegen den dritten Russland. ÖFB U21 in der EM-Qualifikation Position Landspiele Punkte einer Serbien 8242, Österreich 8183, Russland 8164, Armenien 985, Mazedonien 846, Gibraltar 93. Werbung.